Bundeswirtschaftsminister Habeck ist am frühen Morgen zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Der Zug mit dem deutschen Vizekanzler fuhr in den Bahnhof von Kiew ein. Auf dem Programm stehen laut Habeck mehrere Stationen, zu denen sich Habeck offenbar aus Sicherheitsgründen nicht näher äußerte. Begleitet wird der Wirtschaftsminister von einer großen Delegation. Im Zentrum der Beratungen soll die künftige wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine stehen. Die Bedeutung der Reise ist, dass ich eine Wirtschaftsdelegation mit habe. Es ist jedenfalls für Deutschland das erste Mal, dass wir eine Wirtschaftsdelegation dabei haben. Wahrscheinlich ist es europäisch das erste Mal. Und damit ist eigentlich schon klar, was der Sinn dieser Reise ist, dass die Ukraine ein klares Zeichen kriegt, dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, dass sie wieder aufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird. Aus Kiew ist unsere Chefmoderatorin Tatjana Ohm zugeschaltet. Tatjana, die Reise wurde natürlich bis zum Schluss geheim gehalten. Was hat der Wirtschaftsminister heute in Kiew geplant? Naja, geplant sind natürlich, und ich glaube, das ergibt sich auch aus dem, was er gerade gesagt hat, Gespräche mit auf ukrainischer Seite ebenfalls hochrangigen Personen aus der Verwaltung in Sachen Wirtschaft, in Sachen Energie. Und wenn Wirtschaftsminister Habeck eben davon spricht, das sei einmalig bislang eben, dass man mit einer solchen Wirtschaftsdelegation kommt, dann ist es in der Tat schon so, wie er es eben auch gesagt hat. Das ist ein Zeichen für die Unterstützung, für die weitere Unterstützung von Deutschland in Richtung Ukraine. Der Wiederaufbau, der in manchen Teilen des Landes bereits wieder läuft, zum Beispiel ganz konkret hier in Kiew, nördlich von Kiew, in den befreiten Vororten, wo es gelungen ist, den russischen Angreifer zurückzuschlagen. Aber es heißt natürlich eben auch, dass wenn man da mit dabei ist, dass man da natürlich dann eben auch Geschäfte machen kann. Ich glaube, das sollte man nicht hinten runterfallen lassen, wenn die deutsche Delegation da jetzt eben auch so stark mit unterwegs ist. Ich glaube, das sind zwei Aspekte, die da miteinander spielen. Die Unterstützung ja, aber eben auch dann mit dabei sein, wenn es tatsächlich um den Wiederaufbau geht. Eine ganze Fülle an Programmpunkten, die der Wirtschaftsminister und Vizekanzler da heute vor sich hat. Wir werden ihn den Tag über begleiten und dann immer mal wieder punktuell berichten, wo er gerade ist, was er macht, was er sieht und welche Pläne damit verbunden sind. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.